Taurus! Holy s***! Es gibt drei Wörter, die selbst die Allermutigsten in Todesangst versetzen. Drei Wörter, die dein Blut gefrieren lassen. Hungrige, hungrige Nilpferde. Sie sehen vielleicht ganz niedlich aus, aber Nilpferde sind keine süßen, sanften Kreaturen. Sie sind die tödlichsten Tiere auf dem Nil und übertreffen sogar Löwen zahlenmäßig an Todesopfern. Man schätzt, dass sie jedes Jahr 500 Menschen in Afrika töten. Nichtsdestotrotz habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte ist, dass du gerade in ein Nilpferd zu Hause gelaufen bist und dieses jetzt sehr, sehr verärgert ist. Die gute ist, wir sind da, um dir zu helfen. Heute lernst du, wie du eine Nilpferdattacke überlebst. Nilpferde sind die drittgrößten Landsäugetiere der Welt, gleich nach Elefanten und weißen Nashörnern. Ein weibliches Nilpferd kann etwa 1400 Kilogramm wiegen. Ein männliches bis zu 4500 Kilogramm. Lass dich nicht von ihrer mächtigen Größe täuschen. Nilpferde sind erstaunlich geschickt und können bis zu 48 Stundenkilometer schnell werden. So schnell wie Pferde. Und eines hat dich und dein Boot im Visier. Könntest du das brutale Nilpferd überlisten, hast du überhaupt eine Chance bei einer direkten Konfrontation oder bist du bald sein weiteres Todesopfer? Schritt 1. Stell dich vor. Ganz vorsichtig. Okay, das ist eine heiße Kiste. Nilpferde sind Vegetarier und fressen keine Menschen. Aber das heißt nicht, dass es dich nicht zerfetzen kann. Nilpferde erschrecken sich sehr schnell. Und wenn du eins überraschst, tja, schön dich kennengelernt zu haben. Du solltest dich laut bemerkbar machen, während du weit genug wegstehst, damit es weiß, dass du da bist. Hoffentlich wird es dann auch weggehen. Wenn nicht. Schritt 2. Beobachte. Beobachte es sorgsam. Diese nächsten Sekunden entscheiden über Leben und Tod. Ach, Frau Nilpferd gähnt. Oh, sie ist sehr schläfrig. Falsch. Gähnen ist ein frühes Warnzeichen, dass du ihnen zu nahe kommst. Falls du im selben Fahrwasser bist. Drehe um und flüchte so schnell du kannst. Nilpferde verteidigen ihr Revier. Deshalb solltest du so viel Abstand wie möglich zwischen ihnen und dir schaffen. Und umkehren. Okay, gut. Jetzt zieh dich ganz langsam zurück und... Oh nein, du wurdest entdeckt! Schritt 3. Renne! Nilpferde sind viel schneller als du mit deinen kleinen Beinen. Aber du solltest es trotzdem versuchen. Immer noch besser als da zu bleiben, oder? Du solltest nicht geradeaus laufen und Hindernisse auf dem Weg finden, um das Nilpferd abzustoppen. Benutze Steine oder Termitenhügel. Am besten kletterst du auf einen Baum oder auf einen Hügel, wo es dich nicht erreichen kann. Hoffentlich hast du es auf eine Erhöhung geschafft. Falls nicht, wappne dich. Schritt 4. Kämpfe schmutzig. Nilpferde beißen mit einer Kraft von 13.000 Kilopascal zu und können ihre Mäuler bis zu 180 Grad weit öffnen. Das ist genug, um ein ausgewachsenes Krokodil zu halbieren. Wenn du unglücklicherweise in die Fänge eines Nilpferds gerätst, versuche es in die Schnauze oder in die Augen zu schlagen und zu treten. Wenn deine Arme bereits im Hals des Nilpferds stecken, versuche das Ende ihres Rachens oder irgendwas im Maul zu greifen. Es soll sich so unwohl wie möglich fühlen. Es gibt keine Zeit für Spielchen. Du musst schmutzig kämpfen. Wenn du genug Terror machst, wird es dem Nilpferd bald zu ungemütlich mit dir. Dann hau bloß schnell ab. Hoffentlich wirst du nie in diese schreckliche Lage kommen. Nilpferde gelten als die gefährlichsten Tiere Afrikas und ihre Attacken enden fast immer tödlich. Glücklicherweise ist es schwer, einfach so über sie zu stolpern. Anders als Schlangen oder Spinnen, die man leicht übersehen kann, wirst du nie überraschend einem Nilpferd begegnen. Außer du schaust dieses Video auf einer dichten Grasebene.
Wir haben dir zwar mehrere Schritte gezeigt, wie du dich schützen kannst. Am besten überlebst du aber eine Nilpferdattacke, wenn du wegbleibst. Ich glaube, du hast sie hinter dir gelassen. Geh besser weiter und... Oh, dein Bein ist stecken geblieben. In deiner Panik bist du direkt in Treibsand gelaufen. Heute ist nicht dein Tag, oder? Nun, die gute Nachricht ist, dass wir hier sind und dir in jeder Lebenslage helfen, zu überleben.